Belästigen liebend gern junge Zauberer. Wirf ihn auf den Rücken, um die Aufgabe erfolgreich abzuschließen. Gnome bewegen sich sehr schnell und können wirklich lästig sein. Glückwunsch, Potter. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Nun mach dich aber auf den Weg zum Flugunterricht. Im Gemeinschaftsraum von Gryffindor unterhielten sich Harry, Ron und Hermine über die ersten aufregenden Tage in Hogwarts. Es gab viel Gerede um den Einbruch bei Gringotts, der Zaubererbank. Die drei hatten jedoch nicht sehr viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, da sie schon bald zum Flugunterricht mit Madame Hooch mussten. Ich bin deine Lehrerin, Madame Hooch. In deiner ersten Stunde wirst du lernen, durch diese magischen Ringe zu fliegen. Steuere deinen Besen mit den Pfeiltasten. Mit den Tasten zum Beschleunigen und Bremsen kannst du deine Fluggeschwindigkeit regulieren. Fertig, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. Platzieren wir die Ringe mal ein bisschen höher.
erfolgreich abschließen möchtest, musst du eine bessere Leistung erbringen. Ich platziere die Ringe erneut, dann kannst du es nochmal versuchen. Fertig, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. Du bist ein Naturtalent, Harry. Ich gebe dir 10 Hauspunkte für deine gute Leistung. Außerdem möchte ich dir gratulieren, weil du der erste Schüler seit 1867 bist, der den Geheimraum gefunden hat. Du kannst ab jetzt üben, wann immer du willst. Die entsprechende Option findest du im Hauptmenü. Jetzt mach dich aber auf den Weg zum Zauberkunstunterricht. Einen schönen Tag noch, Harry.